Sie eine, sagen Sie, was Sie sagen wollen. Wahrscheinlich sehr energiesparend, auf jeden Fall brauchen Sie nicht viel Strom. Naja, also ich habe einige Kühllampen habe ich beratet, aber sehr lange werden die auch nicht mehr reichen. Und was machen Sie dann? Kerzen? Ja, ich habe von einem Kaufmann in Hamburg erfahren, der also Kühllampen beratet, macht die Reise. Spezialgeschäft, den Namen ist mir jetzt entgangen, aber jedenfalls, sagen wir mal, Firma Spitznamen, aber mal meinen Namen. Die Firma da in Hamburg, die hat für 10 Jahre Glühbirnen auf Lager. Ja? Also müssen wir uns keine Sorgen machen. Machen wir mal ein bisschen Satire, sie verstehen ja auch was. Kommt die Glühbirnenpolizei alles rein und sagt, was diese Aufträge werden gesagt haben, die dürfen gar nicht mehr verkauft werden. Wer sagt, ich bin Knaller für ein Kabarett? Ja, das ist sowieso vielleicht ein Kabarett-Thema mit den Glühbirnen und den Deutschen, die das Problem haben. Ja, dann sagen Sie mal schnell. Ohne Gehirn verbietet man uns den Einsatz unserer Glühbirne. Jetzt kommen die Leuchtlinien dran, ob Brüssel das aufmerksam kann. Im Dunkeln wird ein Bär einstehen. Und dann kommt der Lichtmann zurück. Jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend. Ja, dem habe ich auch nichts mehr hinzuzufügen. Dankeschön, Herr Schmidt, nach Essen. Das war ein schönes Gedicht, ja genau. Und damit machen wir dann für heute auch Schluss. Es ist sowieso kurz vor 2, nicht 5:12, kurz vor 2. Gleich gibt es hier die Nachrichten. Deutschlandradio 2254 macht eine Nachtpause. Samstag auf Sonntag sind wir wieder da. Hier kommt gleich nach den Nachrichten dann die Tonart. Und Oliver Thoma wünscht Ihnen eine gute Nacht. Da sieht vielleicht noch ein Licht auf dem Weg.